So, Leute, ihr seht schon am Titel, ich habe keinen Bock mehr auf Magic the Gathering. Ich werde das dann noch umbenennen und ich habe gehört, Pokémon ist cool und ich habe hier zwei richtig coole Produkte gefunden, die ich mit euch auch machen will. Das eine ist hier so eine Tin, da steht sogar noch so ein Preis drauf. Für 10 Euro ist das eine Tin mit Boostern drin und einer Promo hinten drauf, die sogar cool ist. Die glitzert zumindest. Pokémon habe ich nicht so viel Ahnung von, aber da können wir mal zusammen schauen, wie wir zusammen diese Reise beginnen und ob es doch nicht irgendwie cool ist, zusammen genau das zu erforschen. Und zwar haben wir hinten drauf erstmal einen Klingklang. Er hat meinen Mülleimer verloren. Klingklang hat ist Englisch mit Great Wall und uff. Was? Was ist das? Ist das ein Pokémon? Evolves from Klang. Okay, ich bin lange aus Pokémon raus, merke ich. Aber ich kann das Spiel spielen. Es hat eine Ability und das Basis-Pokémon kriegt 20 weniger Schaden von den gegnerischen Dingen und Fumbling Attack mit Stahlenergie und Farblosenergie. Spannend. Ich bin gespannt. Das legen wir mal Seite. Gucken wir uns erstmal hier das an. Das ist eine Tinbox. Sollten hier nicht Booster drin sein? Was ist das? Was zur Hölle? Kingler VMAX. Okay. Fraxgur. Es fühlen sich echt komisch an. Zamenta. Wie? Keine Ahnung. Torterra. Granbull. Wie? Spannend. Charizard wie? Cool. Ein Glurak. Die sollen ganz wertvoll sein. Scheimen wie? Auch nicht schlecht. Bärtig. Spannend. Drakovisch wie? Auch nicht schlecht. Golruk. Auch cool. Raikou kenne ich noch. Raikou wie? Muck. Evolves from Grimmer. Ich habe die hier in so einem Store in Berlin gefunden. Es sah ganz cool aus, vor allem weil hier wirklich nicht draufsteht, wie viele Booster da drin sind. Ich dachte, hier wären Booster drin. Play Online. Ja, sehr cool auf jeden Fall. Das sind echt coole Karten. Die habe ich bei so einem chinesischen Store so. Da gab's die. Dann dachte ich, nehme ich die mal mit. Kingler, wie? Auch lustig. Ich finde das nicht. Ah, wie Star, okay. Haxus. Honkrow? Die ist falsch rum. Aggron V, das sieht cool aus. Oh mein Gott, 230 Punkte. Das ist stark. Mega Drain. Lumion V, ich so viele V-Karten. Schauen V, schon wieder. Spannend. Noch ein Glurak, wow. Okay. Ein Lapras. Auch ganz hübsch. Aggron wie? Hatten wir das nicht gerade hier? Geil, wir haben zweimal das selber gekriegt. Das ist nice. Vor allem als Basis-Pokémon kann man es bestimmt spielen. Lucario. Raichu. Ich mag Raichu und Pikachu nicht. Grimmsnarl. Entei wie? Auch cool. Arceus V-Star. Raichu wie? Schon wieder. Tropius, auch nicht schlecht. Lumion V. Flygon V. Drampa V. So viele Vs. Aizuku, keine Ahnung, was das ist. Mimikyu ist übrigens eins meiner Lieblings-Pokémon. Neben halt Relaxo und Schlurp ist Mimikyu tatsächlich, also Mimikyu eins meiner Lieblings-Pokémon. Ich finde die Story so schade, so traurig, dass es so hässlich ist, dass es sich ansehen muss wie das hässlichste, beschissenste Pokémon der Welt, Pikachu, und deshalb Freunde finden möchte. Großartig. Dann haben wir ein Flygon, dann ein Simisear, Lipard und oh Gott, Granbull V, was ist das denn für ein Foiling? Das ist ja krass. Und Charizard V.
Ja, das ist cool. Die Dame hat mir coolen Stuff geschenkt. Nee, nicht geschenkt, für einen Zehner verkauft. Also für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, das hier sind keine echten Karten. Ich denke auch, also ich denke es zumindest, wenn die echt sind, könnt ihr mir die gerne mal in den Kommentare schreiben. Aber allein die Größe ist schon nicht richtig. Also nehmen wir hier mal eine nicht volle Karte. Also allein die Größe ist schon nicht richtig, wie ihr oben seht. Hier. Dementsprechend gehe ich mal davon aus, das sind gefälschte Karten. Ich habe zumindest gehofft, dass ich für den ersten Start in Pokémon echte Karten kriege. So zwei Booster hätte ich voll gefeiert. Zwei Booster und die Promo. Das wäre okay für mich gewesen, aber das sind halt. Aber das sind alles Fakes. Aber das war nicht das Einzige, was ich kaufen durfte. Ich durfte auch ein goldenes Booster kaufen, weil wenn man über 10 Euro bezahlt hat, hat man so ein goldenes Booster kaufen dürfen. Und da habe ich mir gedacht, boah, ein goldenes Booster? Das ist ja sick. Das muss ich mir auch holen. Also, gucken wir uns das goldene Booster mal an. Das fühlt sich tatsächlich sehr hochwertig an. Und oh mein Gott, es sind goldene Pokémon-Karten. Geil. Da haben wir so rum. Numbrun GX. Hübsch. Charizard V-Max. In golden. Geil. Charizard V. 508 HP. Ich glaube, die sind auch nicht echt. Charizard V. Daman. Keine Ahnung. Ein Team-Up. Auch sehr cool. Das Foiling ist sehr cool. Die Karten fühlen sich auch wirklich, die fühlen sich an wie so Pokerkarten tatsächlich. Ein blaues Lugia. Shadow Lugia. Etanios V-Max. Oh mein Gott, der Name. Oh mein Gott, ich muss den Namen reinkriegen. Der Name ist, das Ding heißt einfach Frogflower. Frogflower mit 150.000 HP. Was zur Hölle, warum heißt das? Frogflower. Was? Super Water Arrow Turtle. Was? Also, das finde ich witzig. Die beiden finde ich gut. Athletic Card. Da steht auch extra Athletic Card drauf. Und wir haben leider kein normales Glurak, das ich dabei tun könnte. Es ist ein Charizard V mitten in Entwicklung. Ich glaube, V-Pokémon haben keine Entwicklung. Und das Numbrun GX weiß ich jetzt schon. Da habe ich einen Kollegen für. Der wird da auf jeden Fall. Der kriegt das von mir geschenkt. Der wird sich bestimmt freuen. Aber, also die Qualität ist geil. Also auch das Foiling ist halt wirklich gut. Die Karten wirken sehr hochwertig. Aber sind halt auch alle Fake. Ja. Fake-Pokémon-Karten. Und Fake andere Pokémon-Karten. Also, das ist nicht so geil, wenn man mit YouTube mit Pokémon starten möchte. Ich glaube, ich bleib bei Magic.